Schulle presents Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Sehr geil. So, wir brauchen noch einen Schiff, glaube ich, oder? Den Weg nach Havanna finden wir es nicht hier. Den Weg nach Havanna finden. Na, guck mal, dann ist Ruhe. Dieser Schoner sollte ausreichen. Welcher Schoner? Ach, der da hinten. Platz da, Geier. Warnung, Sperrgebiet. Das ist mir doch egal, ne? Gehe ich erstmal baden im Sperrgebiet hier? Vielleicht ist ja der Schatz hier hinter. Dem Wasserfall vielleicht. Ja, seht mal. Wir haben einen Schatz gefunden. 334 Realis. Naja, das ist doch schon mal was. Sperrgebiet. Ach, seht ihr, ich war ja clever. Da oben hätte ich ja... Warte mal, kommen wir da nochmal hoch? Da müssen wir das auch gleich mal haben. Das war ja, glaube ich, so ein Aussichtspunkt hier. Wie vorhin. Nee, hier kommen wir nicht hoch, ne? Cool. Da drüben war vielleicht. Das sieht so bewachsen aus. Na. Ja, ich muss das nächste Mal versuchen. Ja. Alter. Nächstes Mal versuchen, den Xbox-Controller hier anzuschließen am Rechner. Ja. Klappt auch nicht. Naja, da müssen wir jetzt irgendwann später mal machen. Ich denke mal, dass wir hier nochmal hinkommen können. Kann ich mich ducken? Ich guck mal kurz, wie ich mich ducken kann. Warte mal. Option. Steuerung. Interagieren, Attentat, Gerät, Nachladen, frei umherlaufen, vorwärts bewegen, rückwärts und links nach oben. Adlerauge, Kamera zentriert, unbewaffnet, versteckte Klingenschwert, aber ist so ein Raub. Ach, ich kann scheinbar gar nicht. Okay, naja, dann hat sich das ja vom Prinzip her auch erledigt. Kann ich mich schon? Okay. Wo sind denn die? Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Ich zahle auch! Alles, was ihr wollt! Anpirschzone. Bereich mit dichter Vegetation können als Anpirschzonen benutzt werden. Sie können sich darin verstecken und unbemerkt bewegen. Nutzen Sie sie, um sich Zielen heimlich zu nähern. Ja. Ich mit mir, mein Freund. Und jetzt renne. Wir wollen ja nur das Schiff. Ne? Ach, den Kaufmann muss ich auch noch befreien. Naja, dann. Oh. Ja, ihr hört jetzt die Tasten klicken hier. Schießt hier nicht auf mich, Freundchen. Ist das klar? Mann, ist das intuitiv. Genial. Schwert? Hilt? Was soll man sonst noch? Nehmt meinen Zucker! Nehmt alles, was ihr wollt! Wie konnte man denn...
Schade. Gut. Achso, das ist ein einzelnes Schwert. Nee, komm, da brauchen wir nicht. Was ist denn das? Ich zahle auch. What? Schatzkarten. Finden Sie Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdecker. Die Karten führen Sie zu einem bestimmten Ort auf einer Insel. Wenn Sie dort graben, können Sie Geld oder Pläne finden, um Ihr Schiff auszurüsten. Aufzurüsten, Entschuldigung. Benutzen Sie das Mausrad oder drücken Sie 9, um die Karte auszuwählen, und drücken Sie F, um sie zu öffnen. Die Koordinaten führen Sie zum richtigen Ort und das Bild hilft Ihnen, dort die richtige Stelle zu finden. Dieses Feature ist auch auf einem zweiten Bildschirm verfügbar. Okay. Alles, was ihr wollt. Zweiten Bildschirm haben wir jetzt nicht. Hier sind wir. Ja, das ist doch, glaube ich, der Schatz, den wir da vorhin gefunden haben, oder? So. Wo ist der Kaufmann? Kaufmann? Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ja, ich bin euch ewig dankbar. Ja, das freut mich. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, nicht mehr lange. Hier liegt mein armer Kapitän. Und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Danke. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Ja, kann ich denn jetzt hier von dem Typen das Gewehr mir noch schnappen? Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Hätte ich die hier? Hier gemäht? Ja, wa? Ja. Ach, guck mal, hier die Krabben. Ist ja auch cool. Sollen wir hier mit der Kiste drauf anfangen? Nee. Schildkröte. Ist das anstrengend? Hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Hm, okay. Dann nehmen wir doch mal unser Schiff hier in Besitz. Also, ist ja nicht unser Schiff, das Schiff von diesem Heini da, aber naja. Ich vermute mal, wird uns eh bald hören. Ja? Hä? Wie soll ich denn hochkommen? Willst du mich rollen? Na, sag mal. Ah, okay. Gut, mal wieder clever angestellt. Ich gehe erstmal hoch hier. Höher, höher, höher. Geh ich auf? Hey, hey, hey. Geht aber ich nicht hin, ich wollte ganz hoch. Ich enter auf, wie man in der Seemannssprache sagt. Und stehe jetzt hier oben. Kann ich hier synchronisieren? Nee. Oh. Naja, lieber mal runter. Ich habe meine Höhenangst, das ist jetzt hier nicht so das. Ah, eh? Oh, oh, oh. Boah. Das war Move. Und runter. Genau. So, dann gehen wir nochmal ans Steuer. Willkommen an Bord, Duncan. So. Sie ist nur ein Schoner, aber gut Trinken geeignet für meine Zwecke. Für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? So. Kann man jetzt hier auch irgendwie rausgucken? Ah, das Karte, okay. Wir sind da, wo müssen wir hin?
Können wir reinzoomen? Oder rauszoomen nur? Was ist da? Das ist wahrscheinlich unser Ziel. Ich führe den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Wow. Oh, das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Irgendwie. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Ja. Yeah. Oh, oh, oh. Werf die Top- und Darmsegel! Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Das ist gefährlich, was denkt ihr? Ja, Piraten, wer macht denn so was? Also, die Piraterie? Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerhähne. Hm, kommen wir hier durch? Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum. Aus der Bucht. Kein Pirat, der etwas auf dem Geld oder ein Fässchen Rum verschmeißt. Nun ja. Da wird's ein bisschen eng, wa? Dann sehen wir hier drumherum. Go, 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 go. So. Und da sind wir ja dann schon draußen, im Prinzip ja. Oh, ein Wal. Schön. Jo. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Hi. Ja, Leute, tut mir leid.